Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. In einem Fall, den ich letzte Woche beraten habe, vertreten können wir das nicht, weil wir zurzeit aus Kapazitätsgründen kein Mietrecht annehmen. Aber ich habe so eine telefonische Beratung gemacht. Da ging es darum, ob ein Mieter das Recht hat, den Lebensgefährten bzw. nach der Heirat, der dann sogar Ehegatte geworden ist, in den Mietvertrag aufnehmen zu lassen. Zunächst einmal muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Recht des Lebensgefährten bzw. seinen anderen Lebensgefährten bzw. des Ehepartners, den anderen Lebenspartner in die Wohnung aufzunehmen. Das hat man. Man hat die Verpflichtung, das dem Vermieter mitzuteilen in der Regel. Ja, gucken Sie in Ihren Mietvertrag, da sind diese Rechte und Pflichten geregelt, aber der Vermieter darf das nicht verweigern. Ich kann also meinen Lebensgefährten in die Wohnung aufnehmen. Einzige Grenze wäre eine Überbelegung, aber bei zwei Personen schwer vorstellbar. Wenn das eine Einzimmerwohnung ist und der Lebensgefährte hat 10 Kinder, die er mitbringt, dann sieht das anders aus. Dann ist das möglicherweise eine Überbelegung. Das hat aber dann wieder mit der Nutzung der Wohnung zu tun, dass es dann vielleicht doch nicht gestattet ist. Aber erstmal kann der sich dauerhaft in der Wohnung aufhalten, der Lebensgefährte. Etwas anderes ist es, den Mietvertrag zu ändern. Indem der Lebensgefährte sich in der Wohnung aufhält, hat er zwar bestimmte Rechte, Besitzrechte, aber er wird nicht Partei des Mietvertrags. Er hat ja auch Vorteile, er muss nicht die Miete zahlen und er ist Zeuge für alle möglichen Dinge. Ich finde das ja immer ganz gut. Ich empfehle ja immer, nicht beide Partner in den Mietvertrag aufnehmen zu lassen. Dazu machen wir auch nochmal ein Video. Ja? Sondern nur ein, wenn der Vermieter das mitmacht. Also im Grunde genommen müsste der Vermieter ja immer ganz froh sein, wenn der Partner mit in den Mietvertrag will, aber er muss es nicht machen. Denn es gibt Vertragsfreiheit. Wir haben zwei Parteien, den Mieter und den Vermieter, die einen Vertrag geschlossen haben. Und jetzt kommt ein Dritter dahergelaufen, der will in diesen Vertrag rein. Aus welchem Recht? So wie der Vermieter sie ja nicht als Mieter aufnehmen muss in der Regel, der muss ja nicht mit ihnen Vertrag schließen, er kann sich ja aus den vielen Bewerbern einen aussuchen, so muss er auch nicht nur mit jemandem einen Vertrag machen, nur weil der ihr Lebenspartner ist, ja? Oder ihr Ehegatte. Hat damit nichts zu tun. Das bedeutet, auch für das Ausscheiden aus dem Mietvertrag, ja, damit beschäftigen wir uns auch nochmal in einem anderen Video, das bedeutet, Sie müssen immer eins berücksichtigen, wer den Vertrag schließt, der gehört zusammen. Und ein Dritter kommt nur rein, wenn sich alle einig sind. Und ein Dritter geht auch nur raus, wenn sich alle einig sind. Ja? Immer so wie der Vertrag geschlossen wurde, also mit so vielen Parteien, mit so vielen Parteien muss er auch geändert bzw. aufgehoben bzw. beendet werden, wenn man es einfach nicht macht. Sonst bleibt einem einseitig nichts anderes übrig, als zu kündigen. Und dann kann man zum Vermieter hingehen, kann sagen, du, ich würde weitermachen, aber nur, wenn du meinen Mieter aufnimmst, ja, oder mit dem eben eine einvernehmliche Vereinbarung zu machen. Aber das muss alles der Vermieter nicht. Wenn man kündigt und dann der Vermieter nicht will, ist man raus, dann muss man gehen. Das gerade in Gebieten mit Wohnungsknappheit sehr gut zu überlegen ist. Warum ich empfehle, sowieso immer nur einen Mietvertrag aufzunehmen und wie es ist, wenn man den Mietvertrag verlassen will, zum Beispiel wenn man eine Beziehung beendet hat und mit dem Partner im Mietvertrag drin ist, das erkläre ich in folgenden Videos auf diesem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, ich freue mich über Zustimmung, ich freue mich über Nachfragen. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.